ich begrüße euch heute zu dem ersten vlogmäßigen Tag aus Mannheim. Ihr habt ja den letzten Vlog gesehen, wo ich hier eingezogen bin und alles hier hochgetragen habe. Beziehungsweise ihr habt nicht gesehen, dass ich es hier hochgetragen habe, weil ich wollte die Kamera nicht mitschleppen. Beim Tragen, da ich schon ein bisschen laufen musste. Aber ihr habt gesehen, dass ich jetzt hier angekommen bin. Heute ist Mittwoch, heute ist meine Vorlesung tatsächlich auch sogar ausgefallen. Deswegen hatte ich heute Zeit, den PC aufzubauen. Ich habe angefangen, den aufzubauen. Er steht noch nicht komplett. Ich wollte jetzt gleich nochmal eine Timelapse machen. Das heißt, ich werde die Kamera irgendwo jetzt hier reinstellen. Einmal auf den Tisch fokussieren und dann werdet ihr sehen, wie ich den PC halt einmal anschließe, aufbaue und eventuell auch starte. Ich habe vor, eventuell heute zu streamen. Sehr viel eventuell. Ich weiß noch nicht, ob ich heute streame. Ich wollte einfach nur kurz sagen, wie es mir geht. Also mir ging es die ersten Tage nicht ganz so gut. Also Montag ging es mir echt scheiße. Dienstag ging es mir besser. Heute geht es auch wieder. Hab mir hier hinten, ist ja die kleine Küche. Da habe ich mir schon was Duftiges, Leckeres heute gemacht. Das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist mein Tablet irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich habe ein kleines Problem beim Tablet. Der ist wahrscheinlich nicht kompatibel mit den Stiften. Das heißt, ich kann mit dem wahrscheinlich... Was heißt wahrscheinlich? Ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt. Ich wurde ein bisschen falsch beraten, leider. Das Tablet ist nicht dafür da, um Notizen zu machen. Das heißt, die Stifte werden halt einfach nicht unterstützt. Das heißt, dieses Tablet hat gar nicht die Funktion, wirklich präzise Notizen zu machen. Das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum ich mir das Tablet geholt habe. Ich habe das zwar schon komplett eingerichtet und würde das jetzt wahrscheinlich, ich habe noch bis zum 9. Februar Zeit, auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann einmal wieder zurückschicken und mir dann halt hier im Geschäft, Mediamarkt oder Saturn oder wo auch immer, ein gutes, richtiges Tablet dann holen. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Habe dann zumindest ein gutes, womit ich auch Notizen machen kann mit den richtigen Stiften, sage ich mal. Das heißt, die ersten zwei Wochen auf jeden Fall in der Uni werde ich ohne Tablet dann überstehen müssen und danach kann ich mir dann die ganzen Notizen, muss ich dann höchstwahrscheinlich nochmal an dem Wochenende alle übertragen. Wie gesagt, ich nehme euch jetzt einmal mit, wie ich den PC aufbaue und alles dort mache und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn er dann hoffentlich aufgebaut ist und auch alles funktioniert. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire, no wild and I'm the prey. But this. So, ich mache jetzt mal kurz eine Insta-Story, damit man wieder auf Insta mal wieder was sieht von mir. Wenn ihr mir noch nicht auf Insta folgt, einfach auf TrollGamer in der Videobeschreibung reingehen und dann sehen wir uns dann. Jeden Fall auch mal auf Insta. So, wir haben es geschafft. PC-Setup steht soweit. So sieht's aus. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal den Hauptschalter mal an. So, da ist die Steckdose. Hauptleiste mache ich einmal an. So, ist an. Es leuchtet schon mal ein bisschen was. Okay. Ist alles super bisher. Das Licht müsste, glaube ich, auch funktionieren. Jetzt. Yes, es funktioniert so, wie es aussieht, alles. Mach ich mal den PC an. Also all in all bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es hat relativ zügig gedauert. Ich sehe gerade, oder habe gerade gesehen, 19 Minuten habe ich gebraucht, um das alles aufzubauen. Jetzt mache ich gleich nochmal ein Headset-Teil wieder aus dem Ohr einmal rein. LAN-Kabel verlege ich einmal kurz durchs Zimmer und dann werde ich Valo updaten und dann eventuell in die neue Season heute schon reingehen. Schauen wir mal. Also mal kurzer Funfact. Steht alles? Also kein Funfact, aber ich zeige euch mal jetzt mal kurz. So sieht es gerade aus. Und wichtig, Valorant wird direkt geupdatet. Und ansonsten, der steht halt leider jetzt auf dem Boden, der gehört da aber absolut nicht hin. Jetzt wollte ich noch einmal kurz hier staubsaugen, ein paar Kabel wegmachen, ein bisschen neben dem Bett auch aufräumen. Und wenn ich dann fertig bin, soweit, mich vielleicht mal langsam an Valo setzen und mal ein bisschen reingucken. Und dann nehme ich euch morgen auf jeden Fall mit. So, ich sag mal Hallo an diesem wunderschönen
Freitag haben wir jetzt heute. Ich habe mich jetzt mal ein paar Tage später gemeldet. Ich glaube, das, den letzten Vlog-Teil habe ich ja am Mittwoch aufgenommen gehabt, meine ich, also vor 3 Tagen. Vor 2 Tagen, nevermind. Ich komme gerade frisch aus der Dusche, deswegen meine Haare gerade voll weg. Habe gerade den ganzen Haushalt geschmissen, hier mal gerade sauber gemacht, gespült und alles, weil ich habe alles in die Spülmaschine gepackt, so wie, Spülmaschine. Ist ja cool. Alles in die Spüle gestellt den letzten Tag. Deswegen habe ich da jetzt die ganzen Töpfe, Pfannen und alles mal sauber gemacht. Heute ist der letzte Tag von der ersten Woche. Leider nicht der letzte Tag generell. Gestern habe ich ja gestreamt. Das war der erste Stream aus dieser Wohnung. Da musste ich ja 3-mal neu starten. Ich glaube, alles in allem war es trotzdem ein schöner Stream. Heute fahre ich zu Mel. Ja, besuche sie dann nach der Uni. Das heißt, ich fahre nach der Uni nochmal kurz hierhin und würde dann von hier aus losfahren. So viel dazu. Kurzes Update zur Wohnungssuche bisher. Also wie gesagt, das ist ja nicht meine Wohnung. Habe ich ja auch in dem Vlog, meine ich, davor erwähnt. Das ist die Wohnung von einem Kumpel, der jetzt gerade, also der auch das Studium absolviert, aber jetzt gerade nicht hier in Mannheim gerade am Studieren ist, sondern im Markt ist. Und zwar wie folgt. Wir hatten eine richtig gute Wohnung rausgesucht. Also wir sind jetzt 2 duale Studenten und halt eventuell noch ein dritter, also 2 oder 3. Die würden nämlich zusammen in den WG ziehen wollen. Und da haben wir jetzt gestern Abend, beziehungsweise ich habe es heute gelesen, leider die Absage bekommen, weil wir ein bisschen zu spät waren. Wir waren die Ersten, die sich das Objekt angeschaut hatten, mussten aber noch ein paar Dokumente zusammensuchen, um die halt dorthin zu schicken. Das haben wir dann halt vorgestern gemacht, also am Mittwoch. Am Dienstag hatten wir die Besichtigung und in der Zwischenzeit hat anscheinend schon jemand anderes die besichtigt und hatte direkt schon alle Dokumente da und hat die halt abgegeben und jetzt hat der die Wohnung. Uns wurde auch von Anfang an gesagt, es gibt keine Reservierung. Ein Interesse besteht erst, wenn alle Dokumente abgegeben sind und wir mussten die halt alle noch zusammensuchen und das hat halt leider einen Tag gedauert. Deswegen haben wir die Wohnung leider nicht und müssen weitersuchen. Plan ist immer noch spätestens am 1.2. auszuziehen hier aus dieser Wohnung und dann in die eigene Wohnung einzuziehen, wo ich mich dann nochmal komplett einrichten kann. Weil was ich im Stream gesagt habe, zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Der Stuhl, wo ich drauf sitze, ich kriege Rückenschmerzen, wenn ich da 10 Minuten drauf sitze. Der Tisch ist extrem klein und also hier die Einrichtung zum Stream ist absolut marginal. Ich würde jetzt gleich schon mal anfangen, den Vlog zu schneiden, da ich ja heute erst ab 14 Uhr Uni habe und dann auch nur 16.30 Uhr, also alles chillig. Ich höre jetzt ein bisschen Musik, frühstücke jetzt und dann würde ich losfahren. Hier ist halt dieser komplette, ausgepolsterte, deswegen auch der Pulli hier, damit ich ein bisschen Komfort habe, ausgepolsterte Stuhl. Das ist jetzt ein BGB, das ist irrelevant. Aber hier ist jetzt halt so der Tisch und man sieht, der Tisch ist sehr schmal und sehr klein. Mein Mauspad ist fast größer als der ganze Tisch, also es ist nicht das Goldene oder das Gelbe vom Ei und dementsprechend bin ich froh, wenn ich endlich die eigene Wohnung habe.